kostet und seht, wie gut der Herr ist. Der Leib Christi. Amen. Der Leib Christi. Der Leib Christi. Amen. Der Leib Christi. Amen. Gott ist das Licht eures Lebens. Es leuchtet und weist euch den Weg in guten wie in schlechten Tagen. Gehet hin in Frieden. Echt schade, dass du nicht mehr Klavier spielst. Ich meine, mit Konzerten und Verbeugen und so. Wenn ich damals nicht aufgehört hätte, dann gäbe es keine Karo. Dann gäbe es keine Karo-Dame, keine Erstkommunion und kein Erstkommunionsgeschenk. Ende. Und jetzt rat mal, wo wir hinfahren. Karo-Dame, bitte komm. Okay, okay. Karo-Dame und Herz-Dame brauchen eine Zuckerlatte. Danke. Gekonnt ist gekonnt. So, bitte. Oh, danke schön. Karo, schau mal. Und jetzt ein Foto von der Schießbude. Tisha, das ist der Lenz. Bisschen weit darüber. Fisch, den Redner an. Komm, was? Jetzt lachen. Du dran? Fast nicht. Schauen wir mal. Aha. Karo. Haben Sie schon die Autogrammkarte von der Jubiläumssendung gesehen? Hm? Voilà, voilà. Und jetzt, der lieben Karo, Ihr Lieblingssong, eine Kuh für dich. Das ist der Falsche. Was? Shit, wieso? Was denn? Ein Elefant für dich, Karo. Basteln wir einen Drachen, so wie du mir versprochen hast. Oh. Ich muss ins Studio. Am Sonntag. Lieber Gott, erinnerst du dich? Wenn du von oben schaust, musst du ja wohl. Weich die dritte von links, nicht der mit den X-Füßen, die daneben. Kannst du bitte den Steinmark Opa von meiner Erstkommunion erzählen und dass das ein schöner Tag war? Du bist schon zu Hause. Ja. Du weißt doch, wo ich bin. Ja, ich weiß ganz genau, wo du warst.
Bei deiner Assistentin, ja? Was für eine Assistentin? Ist sie vielleicht eine Eheberaterin? Willst du mit mir darüber reden? Willst du nicht dein Zimmer sehen? Da dachte das Mädchen nach und machte einen Handstand. Aber als es auf der anderen... Wie lange müssen wir hier noch bleiben? Du hast ja Papas Pyjama an. Die Wohnung, die ist voll grausig. Warum wohnt die Agnes nicht selber da? Sie ist nach Linz gezogen. Zu ihrem Freund. Und wo wird der Papi schlafen? Der Papi schläft nicht mehr bei uns. Aber dafür wirst du ihn viel öfter sehen. Damit man sich öfter sieht, muss man sich trennen? Wollen wir am Wochenende die Nadine oder die Sarah einladen? Die brauche ich nicht. Ich will meinen Papi. Der Lenz ist da. Der Lenz. Die Blütezeit. Der Wonnemonat. Vielleicht auch für eine unserer drei Kandidatinnen, die ihr Lebensglück, ihr Liebesglück, ihren Traummann noch nicht gefunden haben. Wie sieht so ein Traummann aus? Fragen wir unsere erste Kandidatin. Meine Damen und Herren, hier kommt Fenella. Hallo, ich bin die Fenella und... Ja, also, mein Traummann muss ein Naturbursche sein. Und bitte kommen. Wegen sowas Kleinem würde ich nie beten. Aber wie du schon weißt, der Papi, lass alles wieder so sein, wie es früher war. Bitte, bitte. Weißt du, Caro, der liebe Gott zerschlägt und er verbindet. Er verletzt und seine Hand heilt. Hm? Wozu macht er das denn? Schau bitte. Die Geburt. Der ist auch. Das ist auch so. Wahrscheinlich den da. Eins. Soundcheck, Soundcheck, Soundcheck. Na? Komm ruhig rein. Wir beißen nicht. Ich bin die Lissi. Und das ist der Pablo, unser lustiger Clown im Sender.
Und wer bist du? Die Caro. Mhm. Na, der ist sowieso schon fertig. Du bist dran. Caro, setz dich. Platz. So. Ich habe meinem Papst noch gar nicht Bescheid gesagt. Na? Papi, die Frau schminkt mich. Ist voll nett, die Frau, was? Willst du noch ein Karo auf die Wange? Super, ich hol schnell meine Kamera. Danke. Wohnt ihr jetzt in unserem Haus? Natürlich nicht. Und warum sind wir ausgezogen? Deine Mutter wollte das so. Und warum ist sie dann traurig? Komm noch ganz kurz mit. Du musst uns noch was kochen. Nur ganz, ganz, ganz kurz. Ich muss aber jetzt leider weg. Komm ja bald wieder. Wann? In 6 Tagen. In 6 Tagen? Da macht der liebe Gott eine ganze Welt. Hey, tapfer sein. Ich komme am Donnerstag und dann bauen wir deinen Drachen, okay? Okay, okay. Ich bin dir total wurscht, stimmt's? Du bist urgemein, Ende. Hallo? Was putest du denn so auf? Bist du's? Wer sonst? Der liebe Gott? Bingo. Ich bin die Caro. Und ich tue gerade beten. Das nennst du beten? Weil wegen Mami und Papi. Was ist mit denen? Das musst du doch wissen. Da bin ich ein Prophet? Der echte liebe Gott weiß das. Bin aber echt? Glaub ich nicht. Da glaubst du halt nicht, dann geh die Braus mit deiner Betterei. Mich brausen? Wenn du der echte liebe Gott bist, dann mach, dass der Papi jetzt reinkommt und mir gute Nacht sagt. Hallo? Hey. Ich wollte nur noch gute Nacht sagen. Vergiss nicht. Donnerstag. Gebe Klavierstunden. Werbetexterin sind Sie nicht gerade. Deswegen gebe ich auch Klavierstunden. Ich meine, das ist jetzt ansprechend. Sie sind ja auch nicht meine Zielgruppe. Einen kleinen braunen bitte.
Wie wär's denn mit Skorpion gibt Klavierstunden? Bitte mich extra. Ja? Sie sind also Skorpion. Und die Milch dann hinein ver... gesprudelt, bitte. Ich bin Schütze. Ein ziemlich schlechter. Ich bin nämlich Jungfrau. Jungfrau gibt Klavierstunden. Würde ich nicht empfehlen. Sorry. Bitte sehr. Bunter Lenz. Nicht. Aber du hast es versprochen. Caro, ich muss jetzt arbeiten. Und mit dieser Schminkerin rumschmusen. Hört mal, wo ich mich heute angemeldet habe. Stimmt es, dass dein Vater nicht zu Hause wohnt? HDLWZM? HDLWZ was? HDLWZM. Hast du Lust, was zu machen? Mach schon was. Haben Sie ein paar Minuten, um über Gott zu reden? Das Weltende ist nah, doch das Königreich Gottes... Es interessiert mich nicht die Bohne. Wir lassen Ihnen unser Verkündigungsblatt da. Das ewige Leben im Paradies ist für alle, die... Jetzt seid draußen im Paradies. Ich brauche ja Kasperl nicht, Kerzenschlucker. Ich bin kein Kerzenschlucker. Wer ist da? Die Caro. Wer? Die Caro, erinnerst du dich nicht? Du bist doch der liebe Gott. Was machst du?
Du musst mir helfen, bitte. Hör mal, ich, bist ja nicht das einzige Dings, Schaf, in der Horde, Herde. Ich bin kein Schaf. Ja, das sagt man so in solchen Kreisen. Hau ab jetzt. Aber du wolltest mir doch helfen. Hilf dir selber und lass dich nicht auf den Kopf scheißen. Auf den Kopf scheißen? Lass dir nicht alles gefallen. Aber... Schleich dich jetzt, los. Okay, okay. Hey. Mögen wir nicht. Na? Habt ihr Lust auf was Fleischliches? Samstag ist Spaghetti-Tag. Wir nehmen immer die lilanen mit ohne Kalorien. Komm, hab dich nicht so. Sie ist ein Kind. Und für dich gleich die mit Kleie wegen deiner Verdauung. Brauchen wir noch was? Gute Laune-Tee wäre nicht. Ja. Gute Laune-Tee wäre nicht. Cola kannst du aus dem Kopf schlagen, gibt's bei Mami auch nicht. Doch, seitdem du nicht mehr bei uns wohnst. Ihr Code ist falsch. Shit. Komm, trag die Flasche zurück. Kommen die Bananen auch dazu? Ja, was? Nein, nein. Ach komm, Caro, ich krieg gleich die Krise. Hab dich nicht so, sie ist doch noch ein Kind. Hm? Stimmt wieder nicht. Shit, verdammt doch mal. Was soll denn das jetzt? Caro, bitte. Lass sie doch die Kohle haben, Peter. Schleimerin. Und jetzt kochen die ohne mich, diese Schleimschnecke. Schleimschnecke? Die ist kein Schaf, gell? Nie im Leben. Höchstens ein Nilpferd. Und was ist, wenn sich dieses schleimige Nilpferd jetzt immer dazu trinkt, wenn ich beim Papi bin? Tja, das ist eine Chance im Wald, Mädel. Dazu einfällt? Ja, das passt meistens. Du warst meine letzte Rettung, aber du... Jo, pudel dich nicht schon wieder auf. Du bist gar nicht der liebe Gott, du bist ein alter Lügensack. Aber ich bin kein Lügensack. Bitte, bitte hilf mir, ich glaub doch an dich. Ja, was willst du denn überhaupt? Dass Mami und Papi wieder zusammenkommen. Lieber Gott. Na, also, jo. Was sprichst du's? Jo. Schwörst du, dass du versprichst? Jo. Muss aber erst hirnen. Wie lange dauert hirnen? Ich möd mich. SMK. Cola schreibt man doch nicht mit K. Kann ich zwei? Wer war eigentlich die Frau Dame im Auto von deinem Party? Eine Nilpferdschleimerin. Gesagt. Ich sag das. Peter?
Sie will mich nicht sehen. Das gibt's doch nicht. Gib sie mir mal her. Geht nicht, leider Gottes. Jetzt stehe ich auf der Leitung. Soll ich kommen oder nicht? Ich habe nur gesagt, dass du mich nicht abholen kannst. Wenn du mich sehen willst, musst du bei uns bleiben. Tschüss. Die versucht mich doch glatt zu erpressen. Lass mich raten. Sie oder ich? Warum kommt dein Vater nicht mehr? Der ist verreist, voll wichtig. Aber gestern war er im Fernsehen. Meine Mutti schaut sich jede Sendung an. Irgendwann möchte sie auch mitspielen und am Thron sitzen. Ist doch der Uralbtraum. Millionen von Leuten klopfen einen an und warten darauf, dass man was sagt. Um einen Traum zu gewinnen, tät sie das schon checken. Ist außerdem nur für Singles. Ich habe eh keinen Papa. Gar keinen. Auch am Wochenende nicht. Das war deine Idee und jetzt kommt er nicht mehr. Und du versteckst dich einfach. Das ist urfeig. Und jetzt sag nicht, ich soll mich nicht aufbusen. Sag was. Jetzt hab Teufel. Nervensäge. Der Alter wird schon kommen. Erst wieder seine Schnepfe. Ich mein, die Schleimeren mit einem Blumenstrauß ruhig stehen und dann kommt er. Allein. Er kommt zu Mami und zu mir, ohne die Schnepfe. Schnepfe? Die Schnepfe hat Hausarrest. Gib ihr! So macht man das. Ende. Ich geh dann. Wohin? Der Papi kommt. Eben, ich gehe auf eine Konzertprobe. Aber die haben doch gesagt, dass du zu alt bist. Ich schaue ja auch mal zu. Gesundheit, mein Schatz. Schönen Tag mit dem Papi. Ich werde abgeholt. Bis dann. Scheiß im Wald. Hab dich vermisst, Caro Dame. Du mich auch. Ich möchte dir ja deine schlechte Laune nicht verderben, aber... Ist von Lissy. Für dich. Hast ja bald Geburtstag. Ich zähle bis drei. Eins,
2, 2,5, 2¾, 3. Junge Dame, jetzt hörst du mir mal zu. Ich mag Lissi sehr und ich möchte, dass du sie auch magst. Ich mag aber nicht, dass ich sie mag. Wie? Ich soll versteigert werden? Das verdammte Ding jetzt! Meine Tochter. Das ist Max. Und das ist mein Ex-Mann. Hallo. Der Papi ist nicht dein Ex-Mann. Max ist auch Musiker. Hätte ich gerade Finn Kellner gehalten. Okay, ich klink mich da mal besser aus. Schön. Entschuldige. Mare. Wo ist der Teufel, oder? Was gibt's denn da zum Klotzen, hä? Bist du sicher, dass du hier wohnst? Naja, so sicher wie das Amen im Gebetboot. Ehrlich gesagt, habe ich mir den lieben Gott anders vorgestellt. Was laberst du? Etwas feiner und ohne Gesicht. Warum denn ohne Gesicht? Weil man immer alles gleichzeitig sehen muss. Dann gibt's kein Hinten. Und kein Vorne, kein Gesicht und keinen Po. Ich kann eben auch mit dem Po sehen. Weißt du was, Caro? Kauf dir ein Eis, ja? Ich habe eine Stunde. Kleine.
Dann wird's mir gefallen. Den lieben Gott. Den lieben Gott? Den suchen wir hier alle. Also los, geh nach Haus. So. Was suchst du denn da? Hast du dir ein Gehirn bestellt? Jetzt pass einmal auf, Nervensack. Da kannst du nicht nachrennen wie ein Dackel. Du gehst jetzt heim? Komm, da gehen wir jetzt rein. Aber was mache ich in der Kirche? Bitte, bitte. Wenn man in die Kirche geht, da braucht man ein bisschen einen Schoder. Kleingeld. Weißt schon, für die Kerzen. Für den Opferstock. Und so Zeug. Weißt du? Warte! Gestohlen? Organisiert. Hey, wir wollten doch in die Kirche. Hey, was ist? Du hast gar nicht geschaut, ob ein Auto kommt. Kannst du nicht überfahren werden? Doch, aber das wird doch scheißegal. Warum wäre das egal? Ich meine, scheißegal. Jetzt plapper mir nicht alles nach und frag nicht so viel. Stehst du dann einfach wieder auf? Oder tust du nur so, als ob du tot bist und bist dann einfach wieder woanders? Bingo. Ich bin dann einfach woanders. Könntest du, wenn du dann mal ein paar Chicks bei deiner Mama organisieren? Chips? Chips? Zigaretten? Glaubst du, wir schaffen das? Schaffen was? Na, das mit Mami und Papi. Okay, okay, komm jetzt. Kann ich dich was fragen? Das tust du ja ständig. Bist du eigentlich auch geschieden? Ich meine, weil du keine Frau hast, aber einen Sohn. Ach, der. Locker Frau. Weil mir eben keine Dings, keine braucht. Ewige Probleme mit dem ewigen Licht. Aber für ein stilles Gebet findet man überall ein bisschen Stille. Wenn man will. Ich weiß schon genau, was du fragen wirst. Vielleicht verrätst du mir auch, was du antworten wirst.
in der Kirche. Beten. Ja. Na, du schon wieder. Bitte, bitte, hilf mir. Du musst jetzt die Augen zu und zählst bis 1000. Kann ich noch nicht. Dann nimm bis 100. Jetzt mach schon. 35, 46, 88, 89. Du bist ein Gemeiner. Rauch und Saufkopf, ich brauch dich nicht. Gib raus. Hast du gerade Saufkopf gesagt? Rauch und Sauf. Hey, ich bin doch kein Umgang für dich. Schau mich doch einmal an. Und schau dir einmal an. Ich kann mich leider nicht sehen. Hey, du. Deine Alten, haben die ein gemeinsames Dings, Hobby gehabt? Ah, Tango. Wir schließen. Der Schuppen macht dicht. Sein Geschenk des Himmels. Das ist doch absurd, dass ich mit dem Papi dahin gehe. Der Schuppen ist ein Teil von euch. Der kann nicht einfach dicht machen. Das sagt der Papi auch. Ach so, wann hast du denn mit ihm gesprochen? In einer Minute. Hallo, Papi. Hi, wo bist du? Du wirst es nicht bereuen. Ich bereue es jetzt schon. Hallo, Peter? Señoras y señores, el último tango. Wer ist das? Das ist der Papa. Das bist du. Nein, das bin ich nicht. So ist das, der Papa. Darf ich was sagen? Mhm. Ja, klar. Ich wünsche mir was zum Geburtstag. Es kostet nicht viel und haben alle was davon. Jetzt reicht's. Was ist das? Bitte, liebe Mama Mia. Mama heiße lieber auf Tisch 4. Eigentlich bin ich auf Diät. Du bist genau richtig so. Für dich nehme ich auch nicht ab.
Und was wünscht sich die Karo-Dame? Heißt, die Liebe ist aus. Schön soll sie werden, schön soll sie bleiben. Einmal so schön. Klug soll sie bleiben, klug soll sie bleiben. Dreimal so klug. Bravo! Alles Gute! Herzlichen Glückwunsch! Hier, schau. Aber du weißt, wie küssen geht. Ich bin in der Besprechung. Übrigens, Freitag ist Fernsehpreisverleihung. Juhu! Na und? Genau. Ich habe wieder Karten für uns. Ich brauche keine Karten, wir sind getrennt. Wir sind verheiratet. Aber bist du taub? Ich habe gesagt nein. Der Letzte ist da und die heile Familie. Das bringt Quoten, was? Um mich zu ignorieren? Hm? Scheiße, Wald, volle Pleite war das. Hey, jetzt red nicht so. Und wie geht dein toller Plan weiter, bitte sehr? Was sollen wir jetzt machen? Dup, 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 die dup. Dup, 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 die dup. Dup, 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 gib mehr Schnur! Mehr Schnur! Also besser nicht. Manchmal glaube ich, dass du gar nicht der liebe Gott bist. Warum sagst du nichts? Was willst du damit sagen, der liebe Gott? Ich meine, der liebe Gott, der alles kann. Einfach alles. Wie zum Beispiel Zuckerwatte auseinanderknoten und wieder Zucker daraus machen. Was plapperst du da zum Teufel? Zuckerwatte auseinanderknoten. Weißt du, was dein Gott alles kennen muss? Was denn schon wieder? Dass du keine fliegenden Elefanten erfunden hast.
Und wie kommen die sonst in deine Birne? Fliegende Elefanten, das sind mein Meisterstückel. Schwer und leicht zugleich. Wie das Leben. Wie das Leben. Zuckerwatte. Frau Lenz. Was ist denn? Warum hast du eigentlich deine Welt verkauft? Den Dings da. Ah, den Globus. Den habe ich nur verborgt. Aber du brauchst ihn doch, um zu sehen, wo du als nächstes hin musst. Ja. Es gibt heute einen schönen Sonnenuntergang. Kann ich was sagen? Kann ich das irgendwie verhindern? Die Sonne geht gar nicht unter, weil sie sich nicht bewegt. Nur die Erde bewegt sich. Hast du dir doch selber ausgedacht, oder? Ja, du neunmal Kluge. Dann gibt's heute einen schönen Weltuntergang. Moment, das war ein schöner Tag, gell? Caro! Na, warte du, hier brech ich alle Knochen. Herr Lenz, das ist doch wohl unsere Aufgabe. Ich mach dir die Hölle heiß, wenn du meiner Tochter noch einmal in die Quere kommst, Caro. Ja? Der Quellgeist schert mich in feuchten Tränen. Haben Sie einen Ausweis? Aber lasst mich in Ruhe, mach nichts. Haben Sie einen Ausweis? Aber du kennst ihn noch gar nicht. Das brauche ich auch gar nicht. Und wie lange kennst du ihn schon? Nein, ich wohne nicht. Hallo! Immer schon. Wer ist das? Wie lange kennst du den schon? Hm? Strafanz mit einem Sandler herum, das muss man sich mal vorstellen. Was macht er mit dir? Drachensteigen. Diese Naivität dazu von dir. Nie wieder, ist das klar? Kommst du mir auch nur in die Nähe von diesem... Ich verbiete es! Wenn du nicht... Ja, schickst du dann wieder eine Teddybär. Los, pack dich zusammen. Komm, bleibst ein paar Tage bei mir, komm. Plötzlich futsch. Ich hab Urangst gehabt, dass sich deine Eltern wieder vertragen.
Halt mal. Wünsch dir doch endlich einen neuen. Der ist von meinem Vater. Wieder zu laut. Okay. Ich hab's genau geplant. Aber du musst mir helfen. Brauchst du zu spannen? Ich tritt im Fernsehen auf, in der Show von Papi. Heiliges Kanonenerd. Und was soll ich da dabei? Ehrlich gesagt, ich glaub niemand das alles. Musst du aber. Glauben kann Berge versetzen, hast du selber gesagt. Du? Stimmt das, was du gesagt hast? Glaubst du, dass ich lieg? Ich meine das mit dem Quälgeist und dem feuchten Dreck. Ach das, das war natürlich gelogen. Ja. Wie weiß man eigentlich, ob man Freund ist? Also, pass auf. Wenn du zum Beispiel dauernd einmal dir pumperst und mich mit 1000 Millionen Fragen quälst. Dann bin ich nicht dein Freund. Jetzt halt einmal den Schnabel. Also, wenn ich deine quietschenden Schritte auf den Gang kommen hier. Und ich dann schon weiß, dass du mich mit deinem, was, kann ich was sagen, nerven wirst. Und irgendwann einmal kommen deine Schritte nimmer. Und das macht mich dann plötzlich traurig. Und ich fange an, dein Geschnatter zu vermissen. Und ich bin allein und einsam. Dann warst du für mich ziemlich sicher ein Freund. Hang im Kopf! Fährscher! Du hast jetzt wirklich nicht geschaut. Jetzt gibt's Bresel. Verschwind jetzt. Komm. Hey! Und steck das ein! Zum Lesen von der Heiligen Schrift. Kannst du nicht grüßen? Doch. Wir sind uns heute schon mal begegnet. Ach so? Wo denn? Mitten auf der Straße sozusagen. Warst du nicht mit Ina zusammen? Doch. War sie, oder?
Ich dich aber nicht. Es ist voll schade. Den wollte ich dir nämlich gerade schenken. Was brauchst du? Nicht so heilig. Ich probier doch nur. Du bist der beste liebe Gott, den ich kenne. Obwohl dein Mantel komisch riecht. Sag das noch einmal. Der Mantel riecht komisch. Na, das andere. Du bist der beste liebe Gott. Und du bist mein verrücktestes Schaf. Angst? Du musst für mich beten. Wo ist denn die Caro? Die Caro? Wir sind zusammen Drachensteigen und dann... Ist doch überhaupt kein Wind. Aber die... Der Amik war urcool, da steigt er ganz von allein. Hallo. Gell, das Drachensteigen war heute ur-megamäßig ultra-krass. Hyper-geilo-endcool. Galaktisch. Kosmetisch. Kosmisch. Ich hab's kapiert. Sag, Ina, magst du nicht mal zu uns raufkommen? Nein, danke. Nicht unbedingt. Vielleicht überlegst du es dir noch mal. Das war jetzt echt cool von dir. Endcool. Caro, bitte sei fertig, wenn der Papi kommt, ja? Der ist immer so gestresst vor seinem Auftritt. Gehst du wieder mit zur Show? Macht dir das gar nichts aus, keinen Papa zu haben? Wo ist er eigentlich? Weg? Gestorben? Die Mutti sagt, er ist nur ein paar Kalmalbüro holen gegangen. Und dass er vielleicht irgendwann wiederkommt. Glaubst du das? Aber so einen Vati will ich eigentlich eh nicht. Was für einen dann? Auch so in dem Fernsehen ist. Dann kann ich ihn trotzdem sehen, wenn die sich scheiden lassen. Aber in den Zoo muss er auch mit mir und mir alle Tiere zeigen. Unsere 400. Kandidatin in Der Lenz ist da. Gibt's mir eine Totale auf die 1, die 3 nah auf die Kandidatin, die 2 schwenkt aufs Publikum. Ja. Bald werden wir wissen, ob wir Eva helfen konnten, endlich einen Traummann zu finden. Noch einmal einen großen Applaus für Eva. Die nächste Kandidatin.
rum. Hatte nicht so viel Glück mit dem starken Geschlecht. Die Liebe ihres Lebens verließ sie wegen einer anderen. Trotzdem hat sie die Hoffnung auf ihren Traummann nicht aufgegeben. Meine Damen und Herren, hier kommt Carina. Vielleicht hat sie ja schon ihren Traummann hinter der Bühne gefunden. Ja, wenn sie jetzt nicht kommt, findet sie vielleicht nie wieder in ihrem Leben ein. Carina? Das Warten hat ein Ende, der Thron dreht sich. Wir begrüßen Carina. Na, Bumste. Ruhe! Zerknippen! Warum sollen Kinder nicht auch Träume haben? Meine erste Traumfrau war Pippi. So, danke für diese Einlage. Einen großen Applaus für... Mein Traummann. Unser Traummann. Der von der Mami und mir bist du, Papi. Bitte komm wieder zu uns zurück. Wir vermissen dich. Das kann mich doch Kopf und Kragen kosten. Sag mal, bist du völlig durchgeknallt? Das muss einem erst mal einfallen. In einer Live-Sendung. Caro, ich finde, du bist ein tolles Mädchen. Helen, zieh bitte. Ich hab alles versaut. Ich bin stolz auf dich. Und warum verstehen sich Mami und Papi nicht mehr? Das ist ungefähr so. Er redet Chinesisch, sie Tschechisch. Und warum lernen sie das nicht? Überleg einmal, ob die wirklich füreinander bestimmt sein. Vielleicht kann ja der Koffer mit dem Saxophon Tschechisch. Ich verstehe nur Bahnhof. Verstehen muss man auch wollen. Ich zum Beispiel verstehe dich, weil ich's will. Obwohl du dauernd Schnöpfe sagst, anstatt Schnäpfe. Schnöpfe ist Tschechisch. Weißt du, was wir zwei brauchen? Einen Tapetenwechsel. Morgen, die Damen. Morgen. Bitte, Papi, komm zurück. Endlich echte Gefühle im Fernsehen. Traummann Peter Lenz gelingt ein Quotenhit. Gratuliere. Habt ihr keinen anderen Weg gefunden, mir das zu sagen? Was willst du eigentlich? Ich brauche klare Verhältnisse. Was genau heißt klare Verhältnisse? Vielleicht Scheidung? Weißt, ein Fisch und ein Vogel können nicht auf Dauer zahm sein. Wir fahren heute weg. Hier, mein Abschiedsgeschenk, damit du dir in der Zwischenzeit was kaufen kannst. Woher hast du denn das? Aus der Kirche. Haben sie sowieso für dich gesammelt. Bist du übergeschnappt? Das hast du gestohlen. Bring's sofort wieder zurück.
Hör dich nicht auf. Das war ein Witz. Ich hab's für dich gespart. Noch jemand anderen erfreut. Jemand, der sich's verdient hat. Und außerdem heißt nicht Budele, sondern Budel dich nicht auf. Von mir aus, du bist dran. Ist dir Staubsaugen wirklich wichtiger, als über unsere Familie zu reden? Unsere Familie? Wird das ein Comeback? Immerhin bist du ja gegangen. Weil du schon längst weg warst. Bitte ich. Ihr wollt euch scheiden lassen. Stimmt's? Zeig mal dein Zeugnis. Hm? Ist es wegen der Show oder wegen der Schnöpfe? Schnöpfe? Schau, wenn wir uns scheiden lassen, dann doch nicht von dir. Aber irgendwann muss man sich dazu bekennen, dass der Papa seinen Weg geht und ich den meinen. Und welchen Weg gehe ich dann bitte sehr? Wer ist die Schnöpfe? Die Schnöpfe ist die, die du so lieb hast, weil sie so ist wie die Mami vor 10 Jahren. Das hast du gesagt? Ich habe mich eh von ihr getrennt. Das gibt's nicht. Da hinten bin ich immer spazieren gegangen. Das ist doch im Park, genau. Und da ist das Palais Meran, wo ich mein erstes Konzert gegeben habe. Caro, schau mal, da. Er wollte uns zurück, stimmt's? Jetzt denk doch einmal an was anderes, hm? Gibt's denn was anderes? Die Mami ist nicht da. Vielleicht wollte ich ja mit dir reden, kleine Lady. Du meinst wegen damals auf der Straße? Mhm. Nicht von dieser Welt, der Typ. Aber okay. Er ist weg. Wer ist denn da? Zeugen Jehovas. So eine haut dich einfach ab.
Frag die Hausbesorgerin, die weiß das. Kannst du zufällig Tschechisch? Anum Lovim Czeski? Wollen Sie über Gott reden? Mein Ohr macht keinen Mucks mehr. Dann ist die Batterie voll leer. Mutti, sag dies hin. Scheiß im Wald, frag deine Mama, wo der Mann von Tür 11 ist. Los, mach schon. Es ist wichtig. Los! Hast du wohl nicht geschaut, ob ein Auto kommt? Bingo. Ich habe deine Schritte nicht mehr gehört. Da bin ich urtraurig geworden. Sie hat mir geholfen, dich zu finden. Das ist die Ina. Sie hat eine Zahnspange. Und heißt in Wirklichkeit Christina. Und das ist der liebe Gott. Er hat auch die Heilige Schrift erfunden. Grüß Gott. Ich muss dir was beichten. Ich wollte das schon so lange sagen. Was denn? Ich bin nicht der liebe Gott. Ich schwör's dir, ich sag's niemandem mehr weiter. Aber ihr hab ich's verraten, weil... Ich bin nicht der liebe Gott. Ja, okay, okay. Danke, dass Sie meine Uhr gerichtet haben. Das ist so cool. Mittagessen. Wie geht's denn daheim? Stell dir vor, der Körper spricht Tschechisch. Weißt du noch die fliegenden Elefanten? Mhm. Man muss fliehen können wie die Elefanten. Leicht und schwer, um das Glück zu finden. Schön ist ihre Welt. Ich war noch nicht überall. Eigentlich nur in Jesolo. Dafür aber oft. Ich war noch nie am Meer. Echt nicht? Das ist endcool. Dort müssen Sie unbedingt hin. Es ist jetzt keine Besuchszeit. Tschüss, lieber Gott. Auf Wiedersehen. Amen. Psst.
Die Schnöpfung. Die Schöpfung. Danke. Kann ich diese fliegenden Elefanten auch mal sehen? Da drinnen. Was ist da eigentlich drauf? Sein Song. Voll nett, der liebe Gott. Und war noch nie in Jesolo. Hoffentlich kann er sich bald entlassen. Aber warum hat er gesagt, dass er nicht er ist? Stell dir vor, alle wüssten, dass er der liebe Gott ist. Wir würden ihn voll tot beten. Und deswegen. Hey, rat mir, was ich gekauft habe. Mein Schatz? Oi. Das Gericht hat uns für nächste Woche einen Termin angeboten, weil eine Scheidung ausgefallen ist. Die haben sich's anders überlegt. Und der Papi und ich. Für den lieben Gott? Für dich? Für mich? Lässig. Muss ich dafür was tun? Hallo. Hallo. Das war bei meiner Omsch genauso. Der ist gestorben. Der ist nur anderswo. Woher weißt du das? Weil er es mir selbst gesagt hat. Er tut nur so, als ob, und taucht dann einfach woanders wieder auf. Wo genau hat er dir nicht gesagt? Wo er eben gebraucht wird. Ich bin voll traurig. Da habe ich den lieben Gott erst kennengelernt und schon ist er wieder futsch. Das ist urgemein. Aber weit kann er nicht sein, weil seine Schuhe sind noch da. Heilige Schrift. Lass deine Mami fliegen. Wie ein Elefant. Scheidungssache Krieger gegen Krieger, Saal 3. Den hat unsere Hausbesorgerin in den Buskasten von diesem
Mensch gefunden. Lieber, lieber Gott, voll kompliziert, was du mir alles erklärt hast. Zum Beispiel das mit dem Tschechischlernen. Aber ich check jetzt die Sache mit dem Fisch und dem Vogel, die nicht zusammenwohnen können. Entweder sauft der Vogel ab oder der Fisch plumpst vom Himmel. Stimmt's? Danke, dass du mir so urviel beigebracht hast und auch für die Seifenblasen. Wenn ich groß bin, möchte ich genauso werden wie du. Die Caro. Wir wissen gar nichts von ihr. Sie braucht uns. Lenz gegen Lenz, Zahl 3. Ich komm gleich. Ja, Ende. Anfang, hast du dir gesagt? Ende. Nein, noch nicht. Ende. Wir waren schlechte Eltern. Bisher, stimmt's? Da die gerichtliche Scheidung einvernehmlich ist, bitte ich Sie, Ihre Unterschriften zu tätigen. Was ist das für ein Kind? Caro. Bringen Sie bitte das Kind raus. Ich muss der Mami aber was sagen. Wenn Sie Zweifel haben, brechen wir die Verhandlung ab. Wenn nicht, unterschreiben Sie bitte. Sie sind heute nicht der einzige Paragraph 55a. Du sollst fliegen wie ein Elefant. Bei dir. Caro, gehen wir Drachen steigen. Nicht schon wieder. Wir wollen lieber in den Zoo. Endcool, ISV. Okay, und am Rückweg SIV.
ISV, ich sitze vorne. IA, ich auch. Wie scheint, du hast eine neue Verehrerin. Und diesmal keine Schnöpfe. Ja. Hast du dir das alles ganz alleine ausgedacht? Was ist? Die Wolken, die Farben, die Abgase. War ja sonst keiner da. Und warum hast du dir dann auch gemeine Sachen ausgedacht? Wo gehobelt wird, fliegen Späne. Und wenn zuerst keiner da war, wer hat dann sich geschöpft? Das heißt nicht geschöpft. Lieber Gott. Was schon wieder? Kann ich was sagen? Also, besser nicht.